sind das da schon wieder 11.20 Uhr. Entschuldigt, ich bin es, Craw. Was ist los so spät am Abend? Dieses Mädchen, Sascha, sie ist... was ist mit ihr? Arbeitet sie immer in dem Laden? Jedes Mal, wenn ich da bin, ist sie dort, ja. Bist du ein Stammkunde von ihr? Es mag zwar alt aussehen, aber sie haben eine ziemlich gute Kollektion von Merchandise. Ich verstehe, also ist sie eine harte Arbeiterin. Ja, aber ich habe sie noch nie nicht arbeiten sehen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Außerdem habe ich niemals andere Shop-Mitarbeiter gesehen, außer ihr. Was ist mit ihrer Familie? Ich weiß nichts darüber. Ich rede nicht viel mit ihr, selbst wenn ich dort bin. Wirklich. Lass uns bald wieder zu ihrem Laden gehen. Ich mache mir Sorgen um sie. Hast du den Laden so sehr gemocht? Ich mag einfach nur Sascha. Sie ist ziemlich ehrlich, aus irgendeinem Grund. Sie wollte nochmal rein, also geht sie nochmal rein, aber sie kriegt nichts hier drin. Also gehen wir wieder raus. Also gehen wir jetzt zum Dive-Job. Jetzt ist der Plan, ein Dive machen. Wir machen jetzt einen Dive. Und... okay. Und das passiert auch manchmal. Wenn du in einer neuen Stadt bist oder einem neuen Ort, sagen sie dir manchmal, komm mal bitte dahin und dann drücken sie dir eine neue Rezeptkarte in der Hand und dann denkst du dir... Master, ich habe ein gutes Rezept für dich. Ich bin aber sehr schlecht am Kochen. Keine Sorge, ich dachte daran. Hör zu und sei erstaunt. Was ich heute für dich vorbereitet habe, ist ein Rezept, das sicherlich als etwas Essbares herauskommt, egal wie schlecht du bist. Hier ist das Rezept. Es ist eine warme Suppe. Eine Suppe, die einfach zu machen ist? Du kannst Suppe machen, indem du Miso schmilzt und in heißes Wasser gibst. Das ist keine Suppe. Das ist Miso-Suppe. Und Suppe ist eine großartige Mahlzeit. Es ist perfekt, um sich selbst zu entspannen. Also dachte ich, es wäre perfekt für Master, nicht wahr? Ja, ich mag Suppe. Dann hier für dich. Miso ist wirklich einfach. Man kauft sich ein Packen Miso, schmeißt dann ein bisschen davon in warmes Wasser, also in Wasser rein, lässt das, verrührt das Ganze ordentlich, schnippelt dann noch Gemüse rein, lässt das Ganze köcheln, bis das Gemüse weich ist und wenn du dann noch Lust hast, kannst du dann noch Nudeln reinknallen und hast eine Suppe. Fertig. Kannst du mir helfen? Ich bin sehr gut darin, Miso in heißem Wasser zu schmelzen, weißt du? Warum habe ich ein schlechtes Gefühl deswegen? Also ja, Miso ist echt geil. Vor allem, weil Miso-Suppe so very easy ist. Kann man leider nicht anders sagen. Warme Suppe. Mir fehlt ein Funbone und ein Beastuf. Okay. Was macht da eigentlich ein Monsterzahn da drinne? So, jetzt gehen wir nochmal rein. Hallo Master, wirst du heute hier essen? Tut mir leid, wir sind nur zum Shopping hier. Oh, zu schade. Ich wollte, dass du mein handgemachtes Essen heute probierst. Du bist in der Lage, normales Essen zu machen? Ich hatte gehofft, du würdest mir sagen, ob es normal ist oder nicht. Bin ich irgendwie dein Versuchskaninchen? Lady Cloche, stimmt etwas nicht? Nein. Oh, Lady Cloche, ihr scheint schlechte Laune zu haben. Ich sagte, es ist nichts. Es ist nur das... Ich habe bemerkt, wie freundlich ihr beide miteinander seid.
Nun, duh. Ich meine, phew. Natürlich sind wir das. Man könnte sagen, dass wir tief und verrückt miteinander, also dass wir ziemlich verliebt ineinander sind. Was? Ich bin nicht diese Art von... Oh, komm schon, es ist ein Scherz. Du könntest wenigstens ein bisschen mitspielen. Du bist wirklich manchmal langsam besonders zu verstehen. Wirklich? Aber es ist schwer, ganz spontan so mitzumachen. Es ist okay. Ich mag dich so, wie du bist. Das eingeschlossen. Können wir jetzt gehen? Ich möchte irgendwas... Ich möchte die Dinge fertig haben. Oh, lustige Geschichten, die sich hier manchmal abspielen. Gott, keine Geschichte mehr. Können wir jetzt voller Begeisterung diven. Hallo Luca, du kannst reinkommen. Ich werde alles für dich super schnell vorbereiten. Danke. Ach, keine Sorge. Ich lasse meine Gäste niemals warten. Heute ist es keine Therapie. Oh? Es ist ein normaler Dive. Mit wem? Mit Craw. Was? In Luca tauchen? Gen, du musst nicht so überrascht sein. Du machst mich verlegen. Wie kann ich nicht überrascht sein? Hey du, wenn irgendwas in Luca passiert, werde ich es dir nicht leicht machen. Das ist gruselig. Ich denke, ich verzichte dieses Mal. Nein! Gen, hör auf, ihm Angst zu machen. Tut mir leid. Aber weißt du, wenn es so eine charismatische Therapeutin wie du bist, dann kann ich nicht anders, als neidisch zu werden. Ich bin mir sicher, eine Menge unserer regulären Kunden würden dasselbe denken. Ist es das? Könnte man wirklich so neidisch werden? Denn... Ich bin mir sicher, du weißt, dass es schwer ist. Ja, du hast recht, das ist es. Wartet einen Moment. Ich denke, ich werde dieses Mal verzichten. Nein. Bitte mach, gib mir eine Pause. Wir hören jetzt mit dem gruseligen Geräte auf. Ehrlich gesagt, du bist der Erste, der richtig in mich taucht. Also habe ich selbst ein wenig Angst. Also bitte, mach's mir leicht. Ja, hier, du auch. Keine Sorge, Kumpel, ich tauche nicht in Luca. Ich mach noch meine Cloche fertig. Letztes Mal haben wir es ja nicht so... nicht so grandios geschafft. Also. Wir haben den Kürbis dahin gebracht. Ich bin froh. Ich werde die Welt imprisoned. Ja, ja, ja. Und dann stellt sich raus, dass es... So, jetzt müssen wir das... Weil wir müssen das dann immer wieder überstehen. So, und das ist Lady Cloche. So, letztes Mal... Jedes Wesen ist eine Bedrohung. Das stimmt. Jedes Wesen ist mein Feind. Das könnte wahr sein. Dem Einzigen, was ich trauen kann, ist mein eigener Geist und die Dinge, die ich erschaffe. Ich verstehe, was du meinst. Selbst wenn sie nett zu mir sind, wollen sie mich alle nur benutzen. Das könnte wahr sein. Du bist hergekommen, weil du von mir befehligt wurdest. Du achtest nur auf... Du achtest nur auf dich, indem du mich benutzt, nicht wahr? Das war nicht meine Intention, aber... Ich benutze dich aus einem Grund. Siehst du?
Du versuchst mich zu benutzen und zu manipulieren. Ich versuche dich zu benutzen, damit ich dir näher kommen kann, Lady Cloche, und ihre Gedanken heilen kann. Was? Bist du in mich verliebt oder so? Nein, das meinte ich nicht. Ich bin ein Ritter, der dem befohlen wurde, Lady Cloche zu beschützen. Ich könnte mich auch nur um mich selbst kümmern und sie verteidigen. Es ist auch wahr, dass ich jemand werden möchte, bei dem sich Lady Cloche wohlfühlt. Wenn ich sie nur ein bisschen besser verstehen könnte, könnte ich mich besser um sie sorgen und der perfekte Ritter werden. Du bist so... Ich weiß. Ehrlich. Es gibt auch andere Gründe. Es ist cool, mit Lady Cloche befreundet zu sein. Ich bekomme eine Menge Respekt als ein Ritter, wenn ich die Zustimmung der Maid bekomme. Ich möchte, dass du mich wegen all den Gründen akzeptierst und wegen meiner Gefühle zu Lady Cloche. Stück für Stück. So sehr du dem nur zustimmen kannst. Ich habe bereits entschieden, dass ich vollständig ehrlich mit dir sein will. Es ermüdet mich, mit dir zu reden. Es tut mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass du meinen Angriff ausweichen würdest. Führe meinen Befehl aus und bring das Licht zurück. Ich meinte es ernst. Ich werde tun, was auch immer es braucht, dass du mich verstehst. Wie kann ich dir nicht jetzt vergeben? Huh? Ich bin eine ehrenhafte Maid. Ich kann nicht einfach ein Versprechen brechen, das ich gemacht habe. Okay. Ich werde dir erlauben, das Licht in diese Welt scheinen zu lassen. Danke. Jedoch versprich mir, dass du niemand anderes als dich selbst in diese Welt reinlässt. Ich bin nicht bereit dafür, dass jemand anderes diese Welt sieht. Natürlich, ich werde mein Bestes geben. Und vergiss nicht, dass diese Welt, die du sehen wirst, immer noch sehr limitiert ist. Also, ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich verstehe das, natürlich. Mir ist das egal. Selbst wenn es nur meiner Gegenwart ist, bin ich froh zu wissen, dass Lady Cloche, das Licht für mich entzündet. Hab nicht gesagt, dass es für dich ist. Ich mache es nur, weil es ein Versprechen war. Das ist alles. Ja, ich weiß. Nun dann. Ich werde jetzt das Licht anmachen. Wow, das Licht ist an. Es wird heller. Erinnere dich einfach daran. Ich mache das nur, um mein Versprechen zu halten. Wenn du mich betrügst oder in dieser Welt verletzt, werde ich dich sofort rausschmeißen. Ja. Ich werde mein Bestes geben, damit das nicht passiert. Nun, mach es. Quo, danke. Latanel, schön für dich. Ja, ich kann jetzt meine Aufgabe machen und außerdem helfen. Was ist das? Ein Band des Lichtes? Oh, was für eine Überraschung. Ich wusste nicht, dass dies einen Paradigmenshift provozieren würde. Paradigmenshift? Du weißt nicht einmal, was das ist. Es bedeutet, dass Close Ge Geist dich akzeptiert hat. Da du jetzt akzeptiert wurdest, bist du in der Lage, tiefer in ihre Gedanken zu tauchen. Es hat aber nichts mit der Realität zu tun. Also, war es das Licht zu bringen, der Grund für diesen Paradigmenshift? Ich denke, das stimmt so ziemlich. Wegen dem Paradigmenshift wirst du in der Lage sein, tiefer einzudringen und stärkere Magie zu erschaffen. Das ist der ganze Grund für das Diving.
Der Taucher und der Revitel werden einander verstehen und stärkere Magie erhalten. Ich verstehe. Also, was soll ich jetzt tun? Geh zum Stonehenge mit Cloche und lass sie in das Licht schreiten. Das wird den Paradigmenshift vervollständigen. Okay, danke. Du bist so einfach gestrickt. Lass mich dich warnen. Du wirst kein guter Taucher sein mit einem einfachen Geist. Ich werde das in Gedanken behalten. Oh, Craw! Luca, was machst du hier? Bist du auch eingetaucht? Warum denkst du das? Weil ich wollte dich sehen. Warum würdest du das jetzt sagen? Wann sonst sollte ich das sagen? Ich wollte es auch Lady Cloche zeigen. Ihr was zeigen? Ihr zeigen, dass du mir gehörst. Hey, Craw! Möchtest du was Lustiges machen? Es gibt da drüben einen Ort, wo wir uns ausruhen können. Warte. Du verhältst dich seltsam, Luca. Nein, tue ich nicht. Du bist derjenige, der sich seltsam verhält. Wir machen das doch immer, diese Art von Sachen. Ha? Also, Crow, lass uns etwas Spaß haben, okay? Damit komme ich nicht klar. Sollte ich weglaufen? Warte, Crow! Wer war das? Die Luca, die sich Cloche vorstellt. Was? Jeder, der in dieser Welt erscheint, ist ein Teil von Cloches Vorstellung. Das ist ihre spirituelle Welt. Also bedeutet das, Cloche sieht Luca mit diesen Augen? Yep. Das ist schade. Luca ist gar nicht so. Oh nun. Menschen werden aus Stereotypen und Glauben gemacht. Sie denken, sie wüssten es, aber sie tun es nicht. So wie du es hier sehen kannst. Das ist wahr, aber ich weiß nicht, was es in Zukunft werden wird. Damit ihr das auch mal gesehen habt. Also das ist ihre Vorstellung von Luca, dass sie so ein leicht zu habendes Mädchen ist halt, ne? Muss ich da wirklich durch? Hast du Angst? Nein, aber dich in meinen tieferen Geist zu akzeptieren, ist das wirklich eine gute Sache für mich? Keine Sorge. Paradigmen-Shifts sind, werden nur von dir erschaffen. Von mir? Ja. Also habe ich dich in mir akzeptiert, aber ich kann es immer noch nicht glauben, aber lass mich dir eine Sache sagen. Es bedeutet nicht, dass ich dir vollständig vertraue. Wenn du irgendwas Verdächtiges machst, werde ich dich sofort rauswerfen. Okay. Also, ich gehe dann mal. Ist er jetzt vollständig? Okay, okay. Gute Arbeit. Das ist es. Du kannst jetzt tiefer in Cloches Gedanken. Ja. Es klingt einfach, aber das ist es nicht. Je tiefer du gehst, desto härter wird es. Hoffe einfach, dass du damit klarkommst. Und deine wahren Gefühle werden getestet, je tiefer du gehst. Kannst du wirklich Cloches Partner sein? Ich kann. Jeder könnte es tun, wenn es nur um Enthusiasmus ginge. Nun, sehen wir, wie es läuft. Ich werde mich zurücklehnen und zugucken, wie sehr Cloche dich akzeptiert. Mach, was immer du willst. Oh, das werde ich. Selbst wenn du nicht darauf bestehst. Jedenfalls, du hast Level 1 vervollständigt. Gratulation! Nächstes Mal, wenn du da eintauchst, wird die Welt auf Level 2 gehen. Die Welt wird genauso aussehen oder komplett anders. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, die Welt wird viel grausamer als Level 1, ohne Zweifel. Wenn du denkst, du bist dafür bereit, dann komm wieder zurück. Nun dann, auf Wiedersehen für den Moment. Ich werde dich wiedersehen, wenn es dazu kommt. Ja, bis dann.
Also. Ja, ich möchte tauchen. Luca! Wir haben ja hin und wieder mal einfach nur Episoden, in denen es ums Diven geht. Willkommen. Danke für wegen letzten Mal. Oh. Goro war es, nicht wahr? Ich danke dir. Du hast mir eine Menge geholfen. Das ist gut. Also, wie war die Kosmos für die anderen Personen? Wie sie war? Upsi, das war knapp. Es ist gegen die Regeln, Es ist gegen die Regeln, nach der Kosmos für jemand anders zu fragen. Ha? Du antwortest besser nicht, selbst wenn ich frage. Ha? Jedenfalls, du bist hergekommen, um hier abzuhängen. Viel Spaß! Okay. Muraka. Kirei dakedo dare mo inai na. それはね、ここはクロアのためだけの村だからだよ。ルカ。ようこそ、私のコスモスフィアへ。どう？気に入ってくれたかな？ああ、綺麗な世界だな。現実もこれくらい綺麗だといいんだろうけど。そう言ってもらえたら嬉しいよ。この世界は。今は全部クロアのものだよ。自由にしちゃっていいんだよ。そうなのか？うん。だってここには今私とクロアしかいないんだから。何をやっても誰に怒られることもない世界なんだよ。そうか。しかし急に言われてもな。何をしていいのか。そうか、確かにそうだよね。それじゃあ、そうだ、それじゃあさ、鬼ごっこしようよ。鬼ごっこ？うん、ほら、現実世界だと大の大人が鬼ごっこするなんて恥ずかしくてできないでしょ。Ich wusste nicht, dass mich das abhalten würde.だけどここなら思い切り走り回っても誰もいないから全然恥ずかしくないよ。いや、だけど。Wenn man Kinder hat, spielt man doch auch Fang. クロアは普段から我慢してるんだから、こういう時くらい思いっきり飛び跳ねてストレス発散した方がいいんだよ。いや、それはいいんだけど、二人で鬼ごっこってどうかと思うんだけど。なんだ、そういうことか。それなら素敵なゲストを呼ぶね。なんだ？エミコちゃんだよ。私が作ったの。エミコも一緒に鬼ごっこする？これなら問題ないでしょう。いや、まあ。よーし、それじゃあエミコちゃんが鬼ね。エミコ、鬼大好き。ちょっとなんだそれ。ううん、なんでもないよ。なんだかエキサイティングしてきたね。大丈夫、この世界では何されても死なないから、エキサイティングな方が楽しいでしょ。いや、deswegen trägt das Mädchen auch ja, ist klar. よーし、逃げろー。 おい、ルカ。それじゃ数えてからぶっぱらじゃなくて捕まえに行くね。1、2、3。まずい、
俺も早く逃げよう。Run。Dieser Ort ist groß. Ich wusste nicht, dass Lukasov sowas in ihren Gedanken hat. Das ist unglaublich. Ups, ich sollte nicht innehalten. Ich bin mir sicher, sie kann mich nicht fangen, wenn ich durch dieses große Feld laufe. Verdammt, dieser Ort ist so groß. Aber ich sollte hier, es sollte hier in Ordnung sein. Ich habe mir gedacht, dass du so empfindest, aber tut mir leid. Ich komme! Verdammt, lauf! Was zum... Eine Wand? Du... Dich... Ah ja. Wow! Wir wurden gefangen. Luca, wie kannst du das fangen nennen? Das ist... es ist Cheating, wenn man Waffen benutzt. Nein, ist es nicht. Hab ich dir es dir nicht gesagt? Du kannst alles in, was du willst in dieser Welt machen. Das ist albern. Aber mach dir keine Sorgen. Sie hat mich zuerst gefunden. Als hast du gewonnen, Craw. Aber Smiley gewinnt mehr. Das ist wahr. Danke, dass du mit uns abgehangen hast, Smiley Girl. Smiley Girl hatte auch Spaß. Bis später. Wie war es? Zu laufen beseitigt deinen Stress, nicht wahr? Wirklich? Nicht für mich. Hat für dich nicht funktioniert, ha? Huh? Das ist schade. Denn es ist eine ziemlich beliebte Art und Weise, die die Menschen wählen. Beliebt? Oh ja. Die Gäste lieben sie, Smiley Girl. Wirklich? Yep. Also... Jedenfalls, was? Ich bin in eine unsichtbare Wand hier gerannt. Huh? Du musst Smiley Girls Angriff wie eine Wand geführt haben. Oh, wirklich. Irgendwie ist die Welt viel zu schön für... Dieser Ort ist wunderbar. Nicht wahr? Es ist mein Lieblingsort. Also, Craw, möchtest du auf meinem Schoß liegen? Auf deinem Schoß? Ja. Ich habe in letzter Zeit nichts für dich, was du tun könntest. Ich möchte, dass du wenigstens in dieser Welt Spaß hast. Okay, das ist irgendwie peinlich. Craw, sei nicht so nervös. Ist es? Wie ist es? Ist es bequem? Ja. Oh ja? Hey! Hey, Craw! Weißt du, was Schnee ist? Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Es ist so schön. Lass mich dir zeigen, wie er ist. Ja, sicher. Okay, einen Augenblick. Ich muss mich nur konzentrieren. Vorstellen. Ha! Tada! Das ist Schnee. Huh? Es ist kalt. Weißes Zeug fällt vom Himmel. Schau es dir näher an. Und sie haben alle eine andere Form. Sie sehen aus wie Kristalle. Du weißt eine Menge Dinge, ha? Huh? Ich lerne viel, damit ich verschiedene Arten von Welten erschaffen kann. Ich verstehe. Weil es dein Job in dieser Welt ist. Ja. Yep. Aber ich war so froh, dass du dich an mich erinnert hast. Was meinst du? Natürlich erinnere ich mich an dich. Nun, es ist 4 Jahre her, seit du Pastalia verlassen hast. Wir haben seitdem einander nicht mehr wiedergesehen. Ich hatte Angst, dass du mich vergessen haben könntest. Aber du hast dich erinnert und du hast mich nach Pastalia eingeladen, so wie versprochen. Und
Du magst mich immer noch und... Luca? Ich bin so froh. Tut mir leid, dass ich dich das so lange machen lassen habe. Geht es deinen Beinen gut? Ja, denen geht's gut. Ich mach das immer, ich werde das immer für dich tun. Frau, hierher. Dieser Ort ist so entspannt wie immer. Nicht wahr? Du kannst dich hinlegen und deinen Kopf auf meinen Schoß legen. Mal wieder. Wie ist das? Entspannst du dich? Ja. Unsere Realität fühlt sich jetzt so unreal an. Ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben und das für immer machen. Ich hätte nichts dagegen, wenn du willst. Was? Ich mach nur Scherze. Dein Körper wird verhungern und er wird verhungern, wenn du nicht zurückgehst. Ah, richtig. Weißt du, du bist einfach nur in einem träumenden Status gerade. Ich bin überrascht, dass du diese Welt von der Realität unterscheiden kannst. Nun, ich habe es trainiert, bis ich dachte, dass ich sterben würde. Ich weiß nicht, wie oft ich versagt habe. Ist das gut? Ja, mir geht es gut. Ich kann mich mit dir entspannen, jetzt da ich so viel Arbeit da reingesteckt habe. Ich bin ziemlich froh, dass ich es habe. Wie war es? Fühlst du dich jetzt besser? Ja, natürlich. Gut, dann werde ich es wieder für dich machen. Und es wird hier uns zu nichts führen, ne? Wow, lass uns wieder hinlegen. Ihr werdet dieses Bild jetzt noch ein paar Mal genießen. Du machst das jeden Tag so gut. Hol dir die Entspannung, die du brauchst. Hey, Luca. Was? Ich habe in Lady Cloche ein Paradigmenschiff gesehen, damals. Was? Passiert dir das nicht auch? Ich bin mir sicher, dass es eines Tages passiert. Ich verstehe. Was ist los? Du hast es plötzlich erwähnt. Nun, ich habe gehört in Lady Cloche's Welt, dass man stärkere Songmagie erhält, wenn man einen Paradigmenshift macht. Du sagtest, du wolltest, dass ich in dir tauche, damit du stärkere Magie bekommst. Soll ich wirklich nur so herumhängen? Ich muss etwas tun für dich, um einen Paradigmenshift auszulösen. Keine Sorge. Du musst es nicht übereilen. Es wird passieren, wenn es passiert. Okay. Ja. Zum Beispiel, ein Paradigmenshift könnte passieren, wenn du wahre Heilung erfährst. Funktioniert das so? Bedeutet das nicht, dass ich in der Lage war, dich aus den Tiefen meines Herzens zu heilen? Es ist eine unglaubliche Sache. Ah, ich verstehe, du hast recht. Ja, also mach dir einfach keine Sorgen. Ich wollte dich hier ausruhen lassen, aber ich denke, ich habe dir Sorgen bereitet. Tut mir leid. Nein, muss es nicht. Ich hätte es einfach nicht erwähnen sollen. Es zeigt doch nur, dass du an mich denkst. Ich bin froh darüber. Ist das ein Paradigmenshift? Du hast es geschafft. Ich bin mir sicher, dein starker Wille hat es geschehen lassen. Ich verstehe. Jedenfalls, ich bin froh. Ja! Ich bin froh, dass du einen Paradigmenshift hattest. Ich auch. Ich frage mich, was als nächstes kommt. Ich möchte dich darum bitten, es einfach zu machen, aber das würde keinen Sinn machen, nehme ich an. Du hast recht. Was ist los? Oh? Nichts. Okay, nun, ich gehe dann mal. Okay.
ich habe das noch nie gesehen. Was? Der erste Paradigmen-Shift. Wirklich? Nun, ja. Du machst keine Paradigmen-Shifts während einer Dive-Therapie. Oh, ja, du hast recht. Nun, warte. Ich bin nicht hier wegen einer Dive-Therapie. Oh, ja. Nun. Was du getan hast, war nichts weiter als eine Standard-Dive-Therapie. Ich kann nicht glauben, dass dies einen Paradigmen-Shift provoziert hat. Hm. Was? Nun, es ist passiert, also was auch immer. Jedenfalls, ich sehe dich im nächsten Level. Hey. Ist das wirklich okay?